Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, gerade auf dem Marsch, bei der Touring gesagt. Ja, der Traktor ist, der Tank ist ziemlich leer, was wir mitbekommen, in der letzten Folge zum Schluss. Dann werden wir gleich mal auftanken, und zwar bei unserer eigenen Dieselproduktion. Das ist ja hier um die Ecke. Da fahren wir kurz ran, bevor uns unterwegs stehen bleibt. Und dann mit anderen Fahrzeugen tanken fahren müssen. So, jetzt kurz gucken. Da war das Abfüllen und hier ist es zum Auffüllen. Geht ziemlich schnell. Hier geht das. Können wir gleich weiter starten lassen. Und wir können uns gleich mal gucken. Sonnenblumen. Anscheinend ist das so, dass Sonnenblumen ein bisschen mehr bringt. Aber da muss ich jetzt mal sagen, weiß ich nicht. Das ist schon spekulativ. So, vollgetankt ist er auch wieder. Mit Biodiesel. Auch Biodiesel hat eine Halbwertszeit. Ist halt, naja. Wird irgendwann schlecht, ne? Nach einem halben Jahr. Genau. Also die kann man nicht so lange aufheben. Also jetzt gehen wir zurück. Das ist typisch. Das machen wir später. Da wollte ich hin. Ich wollte ja den Platz machen, ne? Damit die anderen entsprechend was der andere hier hinter mir natürlich, ob das gut geht hier, was zum Ballenpressen ist. Das sehe ich schon mit Spaß, dass alles klappt. Ist es uns hier, aber ja, klar. Dann kurz hin. Die Ballen pressen, ne? Einsteuern. Auf der Wiese Nummer 19 wird ja aktuell gemäht, verbannt. Scheint zu klappen. Dann muss ich gleich mal sehen, den anderen Anhänger holen für die Ballen. Dann können wir hier nebenbei schon mal Ballen sammeln. Ne, den Bereich. Hier werde ich auch mal ganz kurz dabei bleiben und die Sache überwachen, wie sie es anfangen. Hier in der Mitte sieht ganz gut aus. Gut, da die Stellen, naja. Da weiß ich auch nicht, warum es so ist. Da nicht sauber gearbeitet wurde, aber hier in der Mitte sieht gut aus. Am Rand, naja. Ich muss mal sehen, wie ihr das hinkriegt, dass da entsprechend nicht so viel liegen bleibt. Hier ist ja eine sauber gerade Schnur und an einigen Stellen ist ein bisschen zickzack und das ist ungünstig. Ja, Folge Nummer 4. Ja, das ist, ich müsste eigentlich mehr in der Woche machen, aber irgendwie ist da die Möglichkeit zu groß und dann macht das keinen Sinn. Das klingt verrückt, aber mit Kettle und Cops ist doch ein bisschen mehr, als ich dachte, ne? Aber gut. Ich habe da was anderes geplant, aber da muss ich mal sehen, wie ich das Lust und Laune habe für uns und die Zeit, ne? Der nimmt schon mal alles auf, das ist gut. Deswegen habe ich auch repariert, ne, dass da entsprechend gut was geht. Ne. Am Außenbereich ist auch ganz gut aus. Nur in den Kurven ist irgendwie ganz komisch. War da wohl wahrscheinlich nichts am Gerät. Ne. Warum klappt es da nicht?
Mal gucken. Mal gucken, wie es aussieht, ne? Und zwar so. Ob wir hier was ändern müssen, ne? Dass wir da eine gerade Spulen kriegen. Also es kann ja nicht sein, dass dort liegen das. Das geht nicht. Und so weit überstellen, bis es funktioniert. Das ist ja das Problem des Liegenbleibens, das ist immer schwierig zu entscheiden, ne? Das macht immer Schwierigkeiten beim zweiten Mal. Oder dritten Mal, je nachdem. Das einmal Heu, das war klar. Also juckt. Müssen wir ändern. Und der macht jetzt auch Theater. Brauchen wir einen guten Kompromiss. Obwohl, die Wiese werden wir eh umflügen, beziehungsweise die später entsprechend hier Weizen oder Gerste aufsehen. Und dann ist es eh egal, dann ist es eh weg. So. Die Wahlenpressen laufen jetzt. Ist das Spiel weg. Startbild ganz kurz. Das wird dann, wenn die Maus außerhalb des Bildschirms ist. Aber ich passe nicht auf. Müsste mal die Monitor da einfach umstellen. Mal gucken, wie viel Milch wir schon hier haben. Denn wenn die Verarbeitung läuft, sind Kartons auch weg. Und dann müssen wir gleich mal die Ballen sammeln. Haben wir noch Sahne? Ja, die Milch, das muss laufen. Sonst 18.000 ist nicht viel. Aber so ein Stück für Stück. Globaler Markt war die Milch alle, ne? Das müssten wir ändern. Und zwar Kuhstall. Oder haben wir global mal was gehabt? Ich fahre da mal mit und guck mal kurz rein. Vielleicht wollen wir was kaufen. Ich habe aber in Thüringen nichts verkauft. Ich habe das nicht geschafft, die 130.000 Liter hin zu verkaufen. Das habe ich nicht geschafft. Aber ich schaue mal nächste Mal, dass ich da. Ist ja schon voll und da müssen wir hinfahren. Ja, im Normalfall gesagt, okay, jetzt 18 oder, na gut, 18:20 kann man nicht aufhören, aber wie gesagt, da haben wir hier noch ein bisschen Zeit, ne? Jetzt haben wir Mitte Herbst. Ja, jetzt haben wir noch 4, 5, 6, 3 Tage, dann kommt der Winter. Brauchst du zu lange.
rüber. Wenn ich alles täusche, sind mich alle. Globalen Markt. Dann werden wir halt die Milch vom Kuhstall nehmen. Die Milch ist hier vorne. Dann hier auf. Ah, hier. Doch, Milch ist da. Aber wie viel? Milch. Ja, gut, das muss man verarbeiten, ne? Da kann er weiterfahren. Ich dachte, da wäre nichts mehr. So. Gut, dann brauchen wir jetzt einen Traktor für Tiere füttern. Ich glaube, beim Schweinestall war noch ein Fahrzeug. Aber da können wir ja rüberspringen, ne? Dann können wir mal die Tiere mal Wasser geben. Da Schweinchen. Dann gleich Futter. Ah, da haben wir schon was. Wichtig war Wasser. Wir haben ja einen guten Herbst. Trotzdem ist Wasser immer wichtig für Tiere. Ja, sonst könnten sie kollabieren, ne? Und wir will schon tote Tiere haben. Putzen müssen wir auch gleich. So, dann haben wir schon mal Wasser. Ja, freuen sich. Hoffentlich jedenfalls. Ich musste heute meine Seitenkonsole wieder mal aktivieren. Das hatte sich irgendwie wieder deaktiviert und rechnet. Keine Ahnung warum. Und dann musste ich kurz USB-Stecker rausziehen und wieder reinstecken. Da findet immer raus, welcher Stecker das ist. Dann musste ich die Kabelbinder wieder rausnehmen. Weil. Ich wusste ja nicht mehr, welcher Stecker das war. Muss man ein- und nummerieren normalerweise. Wenn man die Kabel entsprechend verlegt, weiß man nicht mehr, welches Kabel ist. Weil bei Gelegenheit mal nummerieren, beziehungsweise zumindest beschriften. So, dann wäre geputzt. Die Kühe müssen zum Glück nicht geputzt werden. Gut, sauber. Und dann fahren wir gleich wieder rein. Aus. Und Futter geben, ne? Wie brennen die Beine? Gibt's gar nicht. Gute alte Technik. Aber heute ist es noch Luxus, Luxus, Luxus. Na gut, ich kann jeden verstehen. Feldarbeiten im Sommer, draußen extrem heiß. Tja, wenn der Staub nicht reinkommt zum Beispiel, super. Oder Klimaanlage, angenehme Temperaturen, wenn man den ganzen Tag dann arbeiten muss, 7-8 Stunden oder länger sogar. Ne? Bauer hat ja kein Feierabend in dem Sinne. Wenn das Wetter es zulässt, dann muss es gemacht werden, ne? Kann man nicht sagen, oh, heute machen wir keine. Machen wir nichts, ne? Das geht nicht. So, Schweine sind versorgt. Futtermäßig. Oh. Können wir auch noch machen. Aber den Hänger stellen wir rein. Das trockene. Anführungszeichen, wir Regen erwarten es unbedingt noch nicht. Also die Rüben geht auch wegen arbeiten, ne? Es sei denn, es sei denn, das ist das Problem. Die Feldarbeit geht nicht aufgrund der
des strügen Boden, ne? Wenn man schmiert und macht und tut, dann ist es ungünstig, ne? Aber mal schauen. Wollen wir die Rübenernte beginnen? Denken wir mal zuerst mal die ganzen Ballen. Oh, jetzt sind zwei Blocking. Muss ich da ja mal gucken. Meine Sorge, das Hänger zu hoch ist, ne? 800 müsste passen. Misch vor der... Strom ist wichtig, aber nicht so wichtig. So, wir mit durchzwecken. Das ärgert mich irgendwie gewaltig. Das ärgert mich, dass der macht das fleißige Arbeit, saubere Arbeit und der nicht. Mal gucken, gibt's doch gar nicht. Ja, lass ich auf Null. Ja. Vielleicht muss ich nacharbeiten, mal sehen. Der hat eigentlich so ein Ding bei. Wie? Nochmal. Ne, wie genau könnte ich theoretisch mit 1 also beauftragen, kann man sagen. Muss ich da das Fahrzeug drin sitzen vielleicht? Das war ja bei Rübenfeld, ne? Zeugsetzen ist klar, würde ich gar nicht. Oder muss das ein Feld sein, was wir jetzt noch nicht gehört haben? Also wie ich würde mir ein kleines Feld zur Probe kaufen. Kleines Feld, wo wir nichts machen müssen. 30 zum Beispiel, Lager. Wo man noch was machen könnte. Grasmäßig vielleicht. Könnte man ja, muss ich, da überlege ich so im Prinzip, da Plantage zu machen für Pausen. Der weiß schon Bescheid, was drin ist, ne? Leben und unser Anleger Leben, ne? Hektar. Hilfe, Filter. Ne, da ist nix. Ich weiß nur, ich habe ja jetzt den Bot drauf. Wo man jetzt Prinzip einen beauftragen kannst, um das entsprechend zu machen. Und da sehe ich zurzeit nichts. Dann müsste ich mir nochmal anschauen, wie es funktioniert. Zurücksetzen? Nein. Oder ist er hier vielleicht mit bei?
Nee. Ich wollte Gras sammeln. Die Tiere für das. Da muss man kundig machen. Also ist aktuell nicht ganz so wichtig, aber wie gesagt, wäre irgendwann mal entscheidend. Ne? Wasser geben wir gleich. Hier haben wir Milch drin jetzt. Oh. Da ist ja die Molkerei beschäftigt. Gerät muss aufgefüllt werden. Da haben wir noch einen Sammelwagen. Aber das ist eine andere Sache. Geschichte. Das war ja in Thüringen gewesen. Naja. Das war eine andere Geschichte. Wo sind die alle hin? Ach da. Gehen durch den Stall durch. Und hier ist keine Milch. Logischerweise sind noch meine Jungrinder, kann man sagen. Oder kann man hier was machen? Glaube ich eher nicht. Ich brauche übrigens nur ein Gebäude haben. Ne? Zwei brauchst nicht. Verkaufen. Nö. Naja, verkaufen ist Quatsch. Verkauf lieber nicht. Obwohl ich eins verkaufen könnte, aber wie gesagt. Oh! Ich sehe gerade wieder Hubschrauber, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ha, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter mit Kühe füttern. Jo, und mal ein dickes Dankeschön fürs fleißig Abonnieren. Tschüss.